Hi, ich bin Sarah von Das Pausenbier und wir besuchen heute den 2 plus 4 macht 1 e.V. Was sich da dahinter genau verbirgt, das seht ihr jetzt. Ich bin gerne im Vogtland unterwegs, es ist einfach eine wunderschöne Landschaft. Wunderschöne Gegend, man kann hier alles machen, was man will. Ja, genau, eigentlich das ist so das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Man kann leben, wunderschön. Das ging 1994 los. Eigentlich eher. 1988 kam E.T. in die DDR-Kinos. Und da ist Klein André mit seinen 8 Jahren hin und dachte sich so, oh, wie geil ist das denn? Da bin ich 2-mal in den Film gegangen und dann wollte ich immer so ein Fahrrad haben. Immer. Und dann habe ich die BMX-Bande gesehen und 92 habe ich das erste BMX-Rad bekommen. Das war nach einem halben Jahr kaputt, dann gebrochen, dann geschweißt, wieder gefahren, kaputt. Und mit 14, 1994, habe ich zur Jugendweihe mein erstes besseres bekommen. Das sah so ähnlich aus wie das hier, deswegen habe ich das nachgebildet. So, ne? Über die Jahre weitergefahren, die Leute kamen und gingen. Ne? Ich bin irgendwie geblieben, keine Ahnung warum. Und dann kam die richtige Truppe, wo wir halt so uns immer gedacht haben, also ich früher auch schon, ey, eine Halle wäre cool, ein richtiger Skatepark wäre cool, weil Kriechwitz ist doch ein bisschen klein. Ne? Dieser Skatepool, der da ist und früher standen die Holzrahmen da. Das war alles zu klein so, und da wollten wir was Größeres. Und dann irgendwann haben sich die richtigen Leute zusammengetan. Dankeschön nochmal an die Jungs. Und da wurde der Verein gegründet. Und der Skatepark geplant. Da hat die Stadt Plauen dann auf uns gehört, hat gesagt, wir können Gelder nicht in die Hand nehmen. Förderung ist da. Mal lass uns machen. So, und dann wurde das Ding geplant und 2007 eröffnet. Ich sitze jetzt hier mit André zusammen. Das ist der Vorstandsvorsitzende des Vereins und der wird uns jetzt mal ein bisschen was berichten, was man hier so Schönes unternehmen kann oder tun kann. Ihr seht ja hier vielleicht schon die ein oder andere Aktion im Hintergrund. Ja, André, erzähl mal, was kann man hier alles Schönes erleben? Viel Beton, etwas Holz, was schmerzhaft sein kann. Nee, Spaß beiseite. Man kann hier sehr gut BMX fahren, da ist er eigentlich sehr gut ausgelastet dafür der Park. Ausgestattet, Entschuldigung. Skateboard fahren, logischerweise, möchte auch sein. Scooter fahren sie öfters hier. Und Inlineskaten gibt es auch manchmal noch. Gibt es tatsächlich noch? Ja, ganz selten, ja. Spannend. Mhm. Welche Altersstruktur ist hier so anzutreffen? Wie kann ich mir das circa vorstellen, wenn ich jetzt Externer bin? Gibt es hier irgendeine Regel? Nö. Von bis? Nö. Und so ab 5 geht's los. Mhm. Ja, der Älteste, sage ich jetzt nichts dazu, der sitzt leider mit hier. Und ja, im Schnitt kannst du sagen, so 13, 14 derzeitig. Vielleicht ein bisschen niedriger teilweise manchmal. Das ist echt krass. Sind manchmal noch mehr Ausreißer wie du da? Was Ausreißer? Von der Altersstruktur her? Nö. Nicht wirklich. Die kommen dann von woanders her. Das ist ja über Deutschland dann verteilt. Das ist ja Seltenheitswert. Könnte man fast behaupten. Als Unikat. Zur Unikarte, so ja. Du kannst den Schrank stellen. Und ihr seid jetzt der größte Skatepark Ostdeutschlands, oder? Wir sind ein großer Skatepark mit viel Potenzial und arbeiten weiter dran, dass es auch so bleibt. Irgendwas mit Olympia war doch auch mal so geplant. Bei mir ist angedacht, einen Trainerschein zu machen. Und in diesem Zusammenhang dann nach und nach halt zu schauen, dass man da in die Richtung weitergeht. Vielleicht auch, dass wir mal noch perspektivisch eine Halle bekommen und den Skatepark noch weiter ausbauen. Wo könntet ihr jetzt erweitern? Also würdet ihr dann vielleicht... Nee. Nicht draußen, intern. Weil intern. Wenn man das sieht, man hat ja viel Platz, oder müssen wir jetzt nachher noch. Wir würden viel mehr mit Holz ausbauen noch. Mhm. Dass man mehr Holzrahmen hat, mehr Obstacles, mehr Rampen, mehr zum Fliegen, zum Springen und zum Hinfallen, wie man es möchte. Ist es jetzt auch was für Anfänger hier? Wir haben ein paar Stellen, wo man schon mal üben kann, ja. Sonst hätten wir ja keine 5-Jährigen hier. Ja. Das geht. Und von den Öffnungszeiten her? Wie 14 bis 19 Uhr in der Saison bei schönem Wetter. Also jetzt perfekt auch für die Sommerzeit? Ja, jetzt gerade geht's nach den verregneten Zeiten der letzten Wochen. Die müssen wir jetzt sozusagen nutzen hier, fleißig. Ja, ich hoffe, dass es genutzt wird, ja. Muss man das Equipment hier mitbringen? Wir haben Leihräder. Ihr habt Leihräder? Wir haben Leihräder. Wenn unser Leihcontainer dann fertig sein sollte, hoffentlich irgendwann mal,
Dann werden dort auch Skateboards angeboten und für die kleineren ein bisschen Schutzausrüstung. Helm haben wir auch, ja, die haben wir immer. Weil unter 18 ist auch Pflicht. Ja, ja. Ist das richtig. Ist vom ganzen Gesetz her sowieso schon so vorgeschrieben. Mhm. Aber ich finde es auch richtig so. Ja, spannend. Wann ging das alles los mit euch? Am 4.8.2007 ist das Skatepark eröffnet worden. Okay, bist du seitdem auch hier mit ansässig? Ja, also eigentlich schon immer, egal bei was. Ja, ich habe den Verein damals mit gegründet, dann war ich eine Zeit lang raus aus dem Vorstand. Und seit 2013 bin ich jetzt der Vorsitzende, genau. Kümmerst dich um alles? Hast für alles ein Auge? Geht nicht immer, aber ich probiere es und ich bin ja eher das Mädchen für alles. So kann man es auch sehen. Genau. Also, wenn ihr mal einen etwas anderen Ausflug machen wollt oder mal was Außergewöhnliches erleben wollt, dann kommt unbedingt mal in Plauen vorbei bei 2+4 macht 1 e.V. Hier ansässig, eigentlich direkt gegenüber vom Neustadtplatz, in der Nähe des Bades. Ja, genau, neben Stadtstrand. Neben Stadtstrand, bei der BA Plauen. Idyllisch gelegen, wunderschön hier. Im wunderschönen grünen Idyll. Genau. Das ist euer Platz. Und vergesst natürlich nicht eure Sportgeräte oder leitet euch einfach aus. So kann man es machen. Lohnt sich alles. Genau. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da.